Stefan Grabinski ist ein akribischer Arbeiter, nicht nur an der Seitenlinie, sondern auch als Chef in der familiengeführten Tischlerei. Der 45-Jährige ist dazu ein absoluter Teamspieler. Ich habe auch das Glück, dass ich sehr viel auf Baustellen zu tun habe, also jeden Tag im Endeffekt neue Leute kennenlerne, neue Charaktere. Und so den Umgang, den man auf den Baustellen, den man im Büro hat, das auf den Fußballplatz rüberzubringen, dass die Ziele, die man sich steckt, das erreicht, das kann man schon ganz gut miteinander verbinden. Als Sportdirektor bei Germania Halberstadt soll Stefan Grabinski neue Impulse bringen, denn die Germanen befinden sich momentan im Abwärtsstrudel, haben in der Rückrunde bisher nur 2 Punkte geholt, davon einen am Freitag beim Tabellenvorletzten Lok Leipzig. Doch aus welchem Holz muss Halberstadt denn geschnitzt sein, um wieder erfolgreich zu sein? Was ganz wichtig ist, nach der kurzen Bestandsaufnahme, die ich schon vornehmen durfte, dass der ein oder andere Erfahrene halt fehlt, dass die jungen Spieler halt noch eine Führung brauchen, dass die Spieler das Gefühl haben, dass von draußen jeder Einzelne 100% hinter der Mannschaft steht. Der studierte Maschinenbauer ist mehr Handwerker als Professor. Genau wie Holz arbeitet auch er ständig und führt damit seine Teams zum Erfolg. Als Trainer warf er mit dem Haldensleber SC vor 2 Jahren den großen ersten FC Magdeburg aus dem Landespokal. Jetzt ist er in Barleben. Für ihn und seine Mannschaft geht es in dieser Saison um den Aufstieg in die 6. Liga. Und Stefan Grabinski brennt dafür. Er ist sehr akribisch auch in seiner Arbeit und das macht er ganz ordentlich. Zielstrebig, vor allen Dingen ehrgeizig und was er erreichen will, will er halt erreichen mit allen Mitteln. Netter Typ, neben Platz kann man auch mal ein Bierchen mit ihm trinken und ein super Typ. Und ich wünsche ihm natürlich auch für die nächste Saison alles weitere Gute. Denn ab Juli soll er viel Gutes schaffen in Halberstadt und der Verein hat sich den gebürtigen Magdeburger gezielt ausgesucht, denn er kennt die Region. Er ist sehr bodenständig, auch die Familie ist sehr bodenständig und ich denke, es passt im Moment gut her. Die Gespräche, die wir hier vor Ort hatten, die er mit Verantwortlichen bei uns vor Ort hat, das hat funktioniert und deswegen freuen wir uns darauf. Ich glaube, dass wir beruhigt für die Regionalliga nächstes Jahr planen können, also Halberstadt. Und da glaube ich, dass wir den einen oder anderen von überzeugen können und die jetzt da sind, wissen, was sie an Halberstadt haben. Und ich hoffe, dass ich einen Beitrag zu leisten kann, erfolgreich zu sein. Und mit Stefan Grabinski als Sportdirektor geht es für Germania Halberstadt sicherlich wieder nach oben.